Der Sohn eines langjährigen Kunden von mir, der selber Medizin studiert, ist vor kurzem auf mich zugekommen. Und sein Vater hat ihn zu mir geschickt, nachdem wir selber bei ihm 6 verschiedene Lebens- und Rentenversicherungen mit teils schockierenden Ergebnissen überprüft hatten. Der junge Mann wird aktuell von MRP, dem Strukturvertrieb für Akademiker, beraten und fühlt sich hier aber auch nicht zu 100% gut aufgehoben. In einem kostenfreien Erstgespräch haben wir dann über seine Ziele und über seine Wünsche gesprochen und tatsächlich hat mich dann auch sein Vater damit beauftragt, den Vertrag des Sohnemanns zu überprüfen. Der Berater hatte dem Sohn nämlich erzählt, dass hier ein ETF hinterlegt ist und der Vertrag deswegen richtig, richtig gut ist. Dass es sich hier bei diesem Vertrag aber um eine Rürup-Rente bzw. eine Basisrente handelt, das war dem jungen Mann im ersten Schritt überhaupt nicht bewusst gewesen. Und wir nehmen dich heute mit auf die Vertragsprüfung der alten Leipziger Basisrente fondsgebunden im Tarif FR70 und wir zeigen dir, worauf du achten musst, wenn du selber diesen Vertrag hast oder dich derzeit mit einem Angebot beschäftigst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwies, ich bin eingetragener Sachverständiger für Finanzdienstleistungen und als unabhängiger Honoraranlageberater unterstütze ich Selbstständige und Unternehmer bei ihrer Altersvorsorge, bei ihrem Vermögensaufbau. Ich weiß, wie tricky das Thema Rente mittlerweile geworden ist. Jeder Berater erzählt dir immer so ein bisschen was anderes und keiner weiß mehr wirklich, was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn. Wenn man einen Finanzberater von einer Bank oder von einer Versicherung fragt, dann ist ja immer die eigene Gesellschaft eigentlich immer die beste. Und alles andere, was der Wettbewerber macht, das ist meistens schlecht und das wird hier einfach auch schlecht gemacht. Und hier kommen wir als neutrale Instanz immer ins Spiel, die das Ganze neutral prüfen, was eigentlich Sinn und was keinen Sinn ergibt. Wir zeigen unseren Kunden dann immer das Renditepotenzial ihrer Verträge auf und bei einer Zusammenarbeit können wir dann auch die Kosten um 30-70% reduzieren, sodass die Ablaufleistungen, die Renditen dadurch immer deutlich höher werden und sie frühzeitig auch die Früchte ihrer Altersvorsorge ernten können. Was mir in den letzten Jahren immer besonders aufgefallen ist, dass das Thema Altersvorsorge mittlerweile immer präsenter wird und vor allem junge Menschen sich damit beschäftigen, weil sie verstanden haben, dass sie frühzeitig damit starten sollen, damit sie auch immer mit einer kleinen Sparrate gut klarkommen. Und damit ihr heute auch Transparenz bei der alten Leipziger bekommt, machen wir direkt weiter und wir starten hier mit dem Vertrag. Und am Anfang haben wir auch eine richtig krasse Besonderheit, die ich eigentlich sogar ganz gut finde. Der Interessent ist Baujahr 1999 und bei Vertragsabschluss im Jahr 2019 ist er 20 Jahre alt gewesen. Die persönlichen Daten haben wir natürlich ansonsten anonymisiert und Start des Vertrages war der 1.12.2019 und die Laufzeit, die beträgt bis zum 1.12.2066, also insgesamt 47 Jahre alt. Der Interessent wäre also bei Ablauf der Versicherung 67 Jahre und hat das derzeitige gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht. Was ich hier besonders finde, das habe ich ja eben gerade schon erwähnt, das ist der verminderte Anfangsbeitrag von 30% der normalen Beiträge für die ersten 4 Jahre. Wir haben hier noch eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren und wir sehen aber auch hier, dass wir eine Berufsunfähigkeitsabsicherung mit inkludiert haben, die bereits ab einer Berufsunfähigkeit von 50% zum Tragen kommt. Was wir hier auch sehen, ist, dass wir hier den Monatsbeitrag haben, nämlich von 14,48 Euro. Wir haben die Berufsunfähigkeit von 18,20 Euro, sodass der Beitrag für die ersten 4 Jahre bei 32,68 Euro liegt. Die Berufsunfähigkeit, die möchte ich hier gerne außen vor lassen, die ist aber auch richtig angepasst bis zum 67. Lebensjahr. Ich persönlich finde aber auch immer, dass man die Altersvorsorge und die Berufsunfähigkeit voneinander trennen sollte. Wir sehen hier sehr kleine Beiträge, vor allem mit dem Start, dass das Ganze nur bei 30% beträgt. Das gefällt mir sehr gut und ist somit halt auch für die Studenten relativ gut bezahlbar. Und wir sehen aber auch, dass wir ab dem 4. Jahr eine Dynamik drin haben von 10% des Sparbeitrages ab dem 1.12.2024, also ab in wenigen Monaten. Auch hier sehen wir dann gleich mal, was das Ganze überhaupt mit deinem Beitrag ausmacht, vor allem im Produkt- und Informationsblatt, weist die alte Leipziger das dann auch komplett damit aus. Weiter unten finden wir auch noch einige Tabellen mit verschiedensten Hochrechnungen und auch Gegebenheiten sowie einer entsprechenden Rentenzahlung mit ausgewiesen. Und unser Interessent ist sich hier einfach unsicher, welche Hochrechnung denn für ihn überhaupt die richtige ist und vor allem, wie er als Laie überhaupt einschätzen kann, mit welcher Berechnung er überhaupt planen kann. Auch das erkläre ich dir im weiteren Videoverlauf. Weiter unten wird uns noch ein Rentenfaktor ausgewiesen. Das ist zum einen der garantierte Rentenfaktor von 22,54 Euro je 10.000 Euro Kapital. Und eine Zeile tiefer finden wir noch den aktuellen Rentenfaktor der alten Leipziger von 28,18 Euro je 10.000 Euro. Auf den ersten Blick finde ich jetzt aber auch hier für den Start 2019 den Rentenfaktor von 22,54 Euro als garantierten Faktor relativ gering. Aber auch hier schauen wir uns dann später mal darauf an, was heißt das denn überhaupt und was für Auswirkungen hat es für die Personen im Rentenalter.
Kommen wir noch einmal zurück zur Geldanlage, weil grundsätzlich kommt es hier immer auf deine Rendite drauf an und wir berufen uns hier auf die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung. Das heißt, dass dein Geldanlagemotor, also die Fonds oder auch die Aktien, diesen Vertrag sind, zu über 90% das Anlageergebnis deiner Versicherung verantworten. Und im ersten Schritt schauen wir uns dann immer an, wie hoch ist die Aktienquote in den Fonds, also im Anlagevehikel. Und bei einer 100%igen Aktienquote haben wir ein Renditepotenzial von 9%. Wir sehen hier bei der Versicherung, dass wir in einen Fonds, in einen ETF investieren, was ich ja persönlich schon mal super finde, nämlich den sehr bekannten und auch geschätzten MSCI World Index. Ich persönlich schätze aufgrund meiner Erfahrung das Renditepotenzial dieses Fonds auf 7% pro Jahr. Und mit dieser Zahl rechnen wir auch gerne im späteren Verlauf einfach mal weiter. Und davon ziehen wir dann die Kosten der Versicherung sowie die Kosten der Fonds ab. Und dann kommen wir auch auf deine Kundenrendite. Die Kosten dieses tollen Fonds, die liegen bei 0,2%. Auch das ist richtig super, weil grundsätzlich gilt hier, je niedriger, je besser und umso mehr Rendite bleibt für dich als Kunde einfach übrig. Eine Performance-Fee haben wir für diesen Fonds keine und auch die Cash-Quote, die ist in diesem Fonds tatsächlich vernachlässigbar. Kommen wir als nächstes mal auf die Ebene der Versicherung zu sprechen, denn leider wird da nicht ein voller Sparbetrag in den ETF investiert, sondern die Versicherung, die nimmt vorhin noch ihre eigenen Kosten runter. Du kannst dir das Ganze grob vorstellen, dass jemand deine Sparrate kürzt und wir zeigen dir als nächstes oder wir symbolisieren dir das als nächstes mit einem 100-Euro-Schein, der von einer roten Schere abgeschnitten wird, denn nichts anderes passiert hier mit deiner Sparrate. Und die Information hierzu, die bekommen wir im Produktinformationsblatt, welches der Versicherer bei einer Basisrente immer mit aushändigen muss. Wir finden hier auf der rechten Seite eine Effektivkostenquote von 1,35%. Schauen aber auch später mal, was heißt das Ganze denn überhaupt. Auf der nächsten Seite finden wir noch eine Beispielrechnung ausgewiesen und die alte Leipziger schreibt hier dazu, dass die nachfolgende Tabelle beispielhafte Wertentwicklungen vor Kosten ausweist und die daraus resultierende Gesamtleistung, also die Rentenzahlung, nach Kosten ist. Und bei einer 7%igen Wertentwicklung sehen wir ein Endguthaben von 692.272 Euro, was zu einer Rente von 1.951 Euro führen soll. Dadurch, dass wir hier den MSCI World auch mit 7% berechnen, ist das schon mal eine Zahl, die wir uns auch definitiv als Anker setzen können und gucken mal, wie sich dann das Ganze später daraus zusammensetzt. Wir haben ja eben auf der ersten Seite gesehen, dass wenn wir hier nur die Sparrate berücksichtigen, dann starten wir mit einer Rate von 14,48 Euro für die ersten 4 Jahre. Nach 4 Jahren steigt dann der Beitrag auf 48,27 Euro und wir haben eine jährliche Dynamik ab dem 1.12.2024 von 10% und die greift jedes Jahr mit dabei. Im letzten Beitragsjahr, also nach der letzten Dynamik, haben wir dann einen Beitrag von 2.812,63 Euro. Ich gehe davon aus, wenn der junge Mann wirklich Mediziner wird, danach sieht es aktuell auch aus, dann ist dieser Beitrag auch definitiv für ihn zu schaffen. In 47 Jahren haben wir eine Beitragssumme in Höhe von 356.367 Euro. Das ist das, was in die Basisrente als Sparrate einbezahlt wird. Und die Berufsunfähigkeit, die lassen wir hier komplett außen vor. Deswegen, das ist die reine Sparrate und so ist es auch richtig in der Betrachtung. Wir sehen hier nochmal den Rentenfaktor von 22,54 Euro je 10.000 Euro Kapital ausgewiesen und starten dann auf der rechten Seite mit den Abschluss- und Vertriebskosten. Diese betragen insgesamt für diesen Vertrag bei 8.896,20 Euro und das sind 2,5% aller deiner eingezahlten Beiträge. In der Finanzbranche nennt man diese Kosten auch die Alpha-Kosten und diese bezahlst du in der Regel immer über die ersten 60 Monate nach Vertragsabschluss. Doof für dich ist es dann nur, wenn du den Vertrag nach 6 oder nach 7 Jahren beitragsfrei stellst oder kündigen geht ja hier bei einer Basisrente einfach nicht, dann hast du die Alpha-Kosten komplett bezahlt und dann ist dein Vertrag auch extrem im Minus. Bei dieser Summe musste dann aber auch erstmal unser Interessent und auch sein Vater richtig heftig schlucken, weil für 3 oder 4 Beratungstermine ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, ist es ein sehr, sehr hoher Abschluss und das verdient auch ein Arzt nicht so schnell. Die nächsten Kosten sind die Verwaltungskosten und hier sehen wir im ersten Jahr Kosten in Höhe von 46,74 Euro, was sich natürlich erstmal nicht sonderlich viel anhört. Wenn wir aber hier bezogen auf die Einzahlung von 173,76 Euro die Einzahlungsraten mit berücksichtigen, dann sind es heftige 26,9% deiner eingezahlten Beiträge, die hier an Kosten einfach rausgehen. Das muss man sich jetzt halt erstmal geben, dass jeder vierte eingezahlte Euro erstmal mit Kosten raus ist, allein an Verwaltungskosten. Und die sind aber auch dreigeteilt. Das ist zum einen, von jedem deiner Beiträge werden 6% als Verwaltungskosten eingezogen. Über die komplette Laufzeit sind es immerhin 21.300
382 Euro. Und diese Kosten, die nennt man im Fachjargon die Beta-Kosten. Also von jedem deiner Beiträge werden knapp 6% abgezogen und die gehen dann nicht in deinen Vertrag herein. Die nächste Kostenart ist dann eine jährliche Kontoführungsgebühr in Höhe von 36 Euro pro Jahr. Und im Fachjargon nennt sich diese Kostenart die Kappa-Kosten. Gerade bei kleineren Verträgen, wie wir ihn hier anfänglich sehen, ist eine solche Kontoguthaben oder eine solche Kontoführungsgebühr relativ heftig und da geht dann auch sehr viel Geld von den Kosten mit runter. Vor allem aber, da der Kunde halt hier mit dem geringen Betrag startet, fällt es extrem stark ins Gewicht. Und über die 47 Jahre hochgerechnet kommen wir hier auf knapp 1692 Euro. Und der Rest, das sind jetzt alles Kosten, den die Alte Leipziger dir dafür berechnet, dass sie halt eben auch das Geld in den MSCI World für dich verwaltet. Und eine andere Kostenart greift jetzt hier, nämlich sind das jetzt hier die Gamma-Kosten. Und die Bezugsgröße hier, die ist jetzt nicht ein monatlicher Beitrag, sondern das Geld, welches bereits in die Fonds investiert ist. Das heißt, hier ändert sich jetzt etwas die Bezugsgröße oder die Betrachtungsgröße. Und deswegen kann man das Ganze auch nicht mehr wirklich mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und dafür brauchen wir dann auch unsere finanzmathematische Analyse. Und die Alte Leipziger, die nennt uns hier leider einen nicht ganz genauen Satz, sondern sie sagt, dass es einen Kostensatz zwischen 1,48% und 3,48% liegt. Und ich habe meine Mitarbeiterin mal in der Fachabteilung der Alten Leipziger anrufen lassen. Und wir haben hier als Information zurückbekommen, dass wir hier den maximalen Kostensatz von 1,48% haben, die Alte Leipziger in Kosten in Rechnung stellt. Und das ist dann auch eine Kostenquote von 4,80 Euro je 10.000 Euro Kapital. Und das Fondsguthaben, und das sind dann 0,48% auf dein verwaltetes Vermögen, welches sich auf Basis der Fonds berechnet. Mit dem Taschenrechner kann man das, wie eben gerade schon erwähnt, leider nicht ausrechnen. Und dazu nutzen wir jetzt unsere finanzmathematische Analyse. Was wir jetzt eben auch machen, um das Ganze transparenter zu machen, ist, wir rechnen den Vertrag erst ab Start 2023. Wir haben ja hier diesen verminderten Beitrag und damit wir das Ganze für dich auch einfacher und sauberer darstellen lassen können, lassen wir den Vertrag einfach 4 Jahre später starten, also Beginn 2023 und dann die Laufzeit von 43 Jahren. Fassen wir also nochmal unsere Parameter zusammen. Wir haben hier einen Vertrag, der startet im Jahr 2023. Wir haben eine Vertragsdauer von 43 Jahren. Unser Interessent ist jetzt dann auch 24 Jahre alt und er möchte bis zum 67. Lebensjahr Altersvorsorge betreiben. Der Steuersatz, wenn er dann tatsächlich startet als Arzt, liegt bei ca. 40%. Das ist dann das, was ich aber halt auch bei Ärzten durch meine lange Berufserfahrung im Heilberufssektor meistens erkenne. Die meisten Ärzte sind einfach im Spitzensteuersatz. Auf Produktebene sehen wir dann die Alte Leipziger Fondsrente FR70. Wir haben den anfänglichen Beitrag in Höhe von 579 Euro. Mit einer jährlichen Dynamik versehen. Die Rendite ist komplett steuerfrei, weil es wird da hinten raus mit dem persönlichen Steuersatz berechnet und wir haben eine Teilfreistellung von 15%. Wir sehen ein Renditepotenzial von 7%, wir haben die Alpha-Kosten von 2,5%, wir haben die TER von 0,2%, wir haben die Gamma-Kosten von 0,48%, wir haben die Beta-Kosten von 6% und die jährlichen Kappa-Kosten von 36 Euro, die hier dann im Vertrag belastet werden. Wenn dir das jetzt etwas zu schnell ging und du gerne wissen möchtest, was das Ganze für deinen Vertrag heißt oder auch wie wir bei diesem Vertrag auf diese Zahlen gekommen sind, dann empfehle ich dir, geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de, buch dir hier gerne einen kostenfreien Ersttermin und hier kann ich dir dann auch die Daten nochmal genauer erläutern und genauer erklären, wie ich dann auch auf diese Zahlen gekommen bin. So, und dann rechnen wir die Zahlen einmal hoch. Wir simulieren das Ganze jetzt mit diesen statischen Zahlen einmal komplett hoch und wir finden dann hier eingezahlte Beiträge in Höhe von 343.000 Euro. Wir haben Erträge in Höhe von 384.417 Euro. Wir haben Kosten in Höhe von 88.439 Euro. Wir haben keine Steuern, die wir auslösen, weil in der Auszahlungsphase wird ja das Ganze mit dem persönlichen Steuersatz verrechnet. So das Kapital zur Auszahlung in Höhe von 978 Euro zur Verfügung. Von den 7% kommen 5,22% bei dir als Kunde an, was aber eben auch daran liegt, dass der Zinseszinseffekt einfach hier super gut läuft und dann auch die Kosten entsprechend kaschiert. Als nächstes kommen wir mal auf die Zahlen des Anbieters zu sprechen. Wir haben hier einen Rentenfaktor von 22,54 Euro je 10.000 Euro Kapital im Produktinformationsblatt gesehen. Und das heißt, wenn unser Interessent jetzt hier ein Guthaben hat in Höhe von 638.978 Euro, dann ergibt es eine Rente in Höhe von 1.440,25 Euro, die er ausbezahlt bekommt brutto.
Das heißt aber auch ganz konkret, dass unser Interessent diese Bruttorente für 444 Monate bekommen muss, nur um auf sein Endkapital von 638.978 Euro zu kommen. Das sind etwas mehr als 37 Jahre und das heißt, erst ab dem 104. Lebensjahr des Interessenten kann er die Wette gegen die Versicherung hier gewinnen. Jetzt hatten wir auch noch den aktuellen Rentenfaktor ausgewiesen von 28,18 Euro je 10.000 Euro Kapital. Das wäre dann eine Rente von 1.800,64 Euro. Ergibt 355 Monate, also knapp 29,5 Jahre. Hier wäre dann der Vertrag ab dem 97. Lebensjahr im positiven Bereich. Und ich glaube, du merkst schon, wie wichtig eigentlich diese kleine Zahl doch wirklich für dich ist, auch für deine Rentenhöhe, damit du es sauber und vernünftig damit auch entsprechend kalkulieren kannst. Wichtig ist es ja hier so, bei einer Basisrente handelt es sich um einen Sparvertrag, der während der Sparphase steuermindernd angesetzt werden muss und im Rentenalter zu 100% versteuert wird. Die meisten Mediziner und Unternehmer, die auch bei mir Kunde sind oder die ich auch generell kenne, die haben bei der Basisrente hinten raus auch immer einen Steuersatz von mindestens 35-40% entsprechend. Und dieser aufgeschobene Rentensatz, wo dann auch die Branche meistens mit argumentiert, die gibt es hier für Unternehmer und Mediziner eher selten. Was ich aber auch wirklich ungeil finde, das gefällt mir bei diesem Vertrag überhaupt nicht, wir haben nur eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren ausgewiesen. Das heißt, alles, was nach dem 77. Lebensjahr anfällt, also wenn der Interessent keine 77 Jahre alt wird, dann muss sich praktisch der Erbe, der Lebenspartner, die Ehefrau mit der Versicherung neu auseinandersetzen und es könnte sogar gut sein, dass den Rest des Geldes dann auch die Versicherung entsprechend einbezieht. Und bei diesem hohen Vertragsguthaben, welches wir hier haben, mit dieser langen Laufzeit, da ist es relativ viel, was hier auch an die Versicherungsgesellschaft fallen kann. Die Versicherung hatte in ihrem Angebot bei einer Wertentwicklung von 7% Vorkosten ein Gesamtkapital von 692.272 Euro ausgewiesen. Wir haben eine Rente von 1.951 und da sind wir doch ein relativ gutes Stück von entfernt, sodass ich die Zahlen nicht verifizieren kann. Die Kosten des Vertrages, die belaufen sich auf 88.000 Euro während der Sparphase. In der Rentenphase kommt dann noch ein bisschen was on top. Hier greift dann eine andere Kostenbasis. Die Geldanlage, die ist für mich in Ordnung, könnte aber auch etwas besser und breiter diversifiziert sein, aber das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Fassen wir also nochmal zusammen, die Rentengarantiezeit sowie der Rentenfaktor, die sprechen für mich gegen diesen Vertrag. Die Kosten, die sind so mittelhoch, ja, auch wenn ich die 2,5% Alpha-Kosten und 6% Beta-Kosten, die tun einfach richtig weh und die Geldanlage, die ist einfach okay. Wichtig, deswegen achte auch auf deine Kosten, das ist die Rendite für deinen Zinseszinseffekt in der Zukunft. Und wenn du jetzt das Gefühl hast oder auch diesen Vertrag hast und du gerne mal mit einem neutralen Berater darüber sprechen möchtest, wie das Ganze denn überhaupt sich auf deine persönliche Basis, wie das Ganze zusammenpasst, dann geh gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de, buch dir hier gerne ein kostenfreies Informationsgespräch. Das Ganze dauert ca. 10 bis 15 Minuten. Da können wir dann auch mal schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und ob eine Zusammenarbeit überhaupt für dich auch Sinn ergeben kann. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.